Lieben. Ja, heute versuchen wir dann mal ein etwas größeres FMA zu drehen. Wie ihr seht, wir sitzen schon bei den Ponys. Und dann versuchen wir beide euch heute mal ein bisschen mitzunehmen. Hier wird nicht gekniffen. Lümmel. Du altes Kneifi. Kneift ihr mir einfach in den Arm. Nee. Wir fangen mal an zu misten. Planänderung. Wir bringen die erst raus. Und dann beseitigen wir das Chaos hier. Lümmelponys. Gehen die Ponys erstmal auf die Wiese. Ha ha ha.
Führübungen mit dem Pino. Und dann machen wir diese Stangenarbeit. Ne? Bitte vorne. Bewirken möchte beim Pipino. Und zwar möchte ich einfach nur, dass er vorne den Kopf ein bisschen nach mir, nach innen nimmt und die Hinterhand raus, sodass die Vorderhand möglichst in die Spur, also die innere Hinterhand möglichst in die Spur der inneren Vorderhand tritt, sodass er sich ein bisschen biegt, ein bisschen lockerer wird. Weil da hat er im Moment auch so ein bisschen Probleme mit, dass der, vor allem auf der Hand hier, wie man gerade sehr schön sieht, fällt es ihm sehr schwer, das zu machen und sich da zu biegen, weil er da ein bisschen steif ist. Und damit möchte ich ihm einfach ermöglichen, ein bisschen lockerer zu werden, dass er da nicht so Probleme hat. Und das macht er eigentlich auch, finde ich, richtig klasse. Im Trab sieht man halt klar, dass er da noch mehr Probleme mit hat. Aber so finde ich das schon ganz gut im Schritten. Das habe ich jetzt auch da nur vorab im Schritt halt gemacht. So, da oben geht die Nini gerade mit dem Pi spazieren. Eine Runde. Ich habe hier Trabstangen aufgebaut, ein bisschen weiter, weil dass der Pi ruhig laufen kann. Normalerweise habe ich die ein bisschen enger aneinander liegen, aber beim Pi habe ich gemerkt, brauche ich die ruhig ein bisschen weiter, die Trabstangen. Und hier hinten habe ich ein Galopphüpfi aufgebaut. Ja,
Jetzt übernimmt die Nini. Nachdem ich Pepino in Schritt und Trab ein bisschen locker warm laufen habe lassen, habe ich angefangen, mit ihm ein bisschen zu üben, den Kopf runterzunehmen, nicht zu tief, weil er spielt nämlich sehr gerne, wie man da gerade gesehen hat, Spürhund mit der Nase im Sand. Und er fällt dann auch gerne über seine eigene Nase und seine Füße. Oder, was auch sehr beliebt ist, er läuft dann einfach in die Lounge rein. Deswegen habe ich da so ein bisschen geübt, ihn auf die richtige Höhe in Anführungsstrichen mit der Nase zu bringen. Jedes Mal, wenn er zu tief war, ein bisschen gezubbelt. Wenn er genau auf der richtigen Höhe war, habe ich ihn halt immer gelobt. Da hat er auch relativ schnell dann angefangen abzuschnauben. Das hat ihm gut gefallen. Natürlich habe ich auch immer geguckt, dass er weiter vorwärts läuft, weil er dann nämlich auch gerne mal, wenn ich ihn lobe, oh, ich wurde gelobt, okay, Quietschbremse. Nee, so nicht, Pony. Da sieht man es jetzt sehr schön. Die Nini ein bisschen rangezoomt gehabt.
Thank you.
Wir gucken mal direkt zwei an, ey. Das war mein Fuß. Warten. Na, der Herr. Rosa Fang. Der hat direkt den Mörs gefunden. Der Kuhmjack. So, Ponys haben wir eingesprüht. Den Willy habe ich hier hinten noch ein bisschen eingerieben. An der Schweifgrube. Mit Wirkenhaarwasser, weil der da nämlich Schuppen hat und das da so juckt und seitdem ich da alle zwei Tage Wirkenhaarwasser drauf juckt, juckt das ich nicht mehr. Und ich guck mal. Ja. Der Fies ab eingesprüht mit Fliegenzeug. Jetzt gehen wir nur noch die Futternäpfe, wollte ich schon sagen. Wir sind nicht bei den Katzen. Bei den Ponys. Machen wir nur noch die Schüsseln sauber. Die Schüsseln sauber und dann werden wir abgeholt und fahren noch wohin. Aber das werdet ihr dann sehen.